Willkommen zu einer neuen Begegnung. Es ist das Revierderby. Es ist das wichtige Spiel für uns. Wir spielen gegen Borussia Dortmund in Dortmund. Das heißt also, es ist hitzig. Nicht zurück. Wir spielen auch noch gegen Dortmund im Pokal. Also es ist so ein bisschen hin alles. Und wir spielen mal in Weiß. Weil in Weiß haben wir noch nicht sehr oft gespielt. Aufstellung, ich finde, die Aufstellung lassen wir so. Oder? Ja, er hat noch nicht so oft gespielt. Baumjohann, für Draxler auch nicht. Ja, lassen wir so. Lassen wir nicht so. Nee. Notfallsweise brauchen wir nämlich jemand anders. So, wen wollten wir denn rausschmeißen? Fährmann brauchen wir auch als Ersatzteuter und wir nehmen den Kluge raus. Den Kluge nehmen wir raus und dafür tun wir den Fahrer auf die Ersatzbank, weil vielleicht brauchen wir ihn doch. Ich glaube zwar nicht dran, aber kann ja sein. So, 13. Spieltag. 13. Spieltag. Es könnte Unglück bringen, es könnte Glück bringen, es könnte beides. Es könnte Unglück und Glück bringen. Schauen wir mal, es ist einfach das Revierderby, es ist das wichtigste Spiel für den FC Schalke 04, zumindest in echt. Also jetzt für mich ist das nicht so extrem wichtig, weil, ja. Willkommen auf dem Signal Iduna Park in Dortmund. Perfekte Stimmung für das Derby. Blau gegen Weiß. Gelb gegen Weiß. Blau, sag ich schon. Kagawa. Verliert den Ball und jetzt der Konter. Der auch nicht so will. Großkreuz. Schmelzer. Großkreuz. Barrios. Nein. Also die Dortmunder in momentan besserer Verfassung. Raul. Und Weidenfeller. Und Draxler. Da liegt ein Tanzen. Nein, Pucki ist das, nicht Draxler. Der Pucki trifft. Hätte man auch an der Frisur erkennen können. Pucki trifft. 11. Saisontreffer, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Tja, so schnell geht das. In einen Konter reingelaufen. Klärt. Hövedes. Papadopoulos. So, jetzt spielen sie wieder langsam nach vorne, wie eben. Fuchs. Zu Raul. Raul. Geblockt von Hummels. Aber die Schalker hören nicht auf und Treffer Fuchs. Der trifft auch mal nicht per Freistoß. Schauen wir uns das nochmal an. Nimmt den Ball an und ja, Weidenfeller ein wenig zu kurz. Der hat vielleicht gedacht, der geht ein bisschen kürzer. 30. Minute, was ist denn hier los? 2-0. Und bislang ein sehr faires Derby. Also es ist nichts Nennenswertes, wo man sagen kann, okay, das hätte ein bisschen bestraft werden müssen. Noch nichts passiert. Pesic. Und geblockt von Holger. Und Nachschuss. Kane hält den Ball. Oder er lässt ihn besser gesagt abklatschen.
Ecke Dortmund. Und geklärt. So, erneute Ecke. Pucki. Und jetzt wieder alles nach vorne, heißt die Devise. Pucki. Kagawa zu Barrios. Wieder Barrios. Also das Spiel bislang, ui, schicker Trick. Das Spiel bislang doch eher im Sinne von den Gästen. Das wird der Borussia nicht gefallen. Zweite Halbzeit. So. Wird hier hin und her gepasst zur Verwirrung. Und Raul 3-0. Das wird also Krawalle geben, bestimmt. Oder schaffen das die Dortmunder, das Spiel jetzt hier noch zu drehen? Ich wage es zu bezweifeln, aber es könnte passieren. Weil es gab es das ja schon mal. Schalke hat schon mal 3-0 geführt und dann später 3-3 gespielt. Also da könnte also doch noch einiges passieren. Gucken wir mal. Pucki. Klärt und ja. Kann man das als Warnschuss ansehen, würde ich dir sagen. Nein. Raul und Weinfeller. Ecke. Pucki. Abgeblockt. Und Raul 4-0. Das 4-0. Respekt. 9. Saisontreffer von Raul. Und man hört die Gäste. Und das lautstark. Ja. Ja, es steht 0-4. Kagawa zu Blaschikowski. Barrios. Und gehalten von Kane. Ecke Dortmund. Das ist die dritte in diesem Spiel. Bislang gab es ja noch nichts zu nutzen. Großkreuz. Barrios. Gehalten. Und weg. Weg mit dem Ding. So, alles wieder nach vorne. Pucki. Und das erste Foul in dieser Begegnung in der 78. Minute. Gut rüber. Bender. Und gleich wieder gegen Konter Pucki. Pucki und Huntelaar kriegt den aber nicht. Da steht jemand dazwischen. Das wäre fast das 5-0 gewesen. Das hätte die Dortmunder richtig blamiert. Kuba. Oder anders genannt Blaschikowski. Raul. Weinfeller. Und geklärt. So.
Ich weiß nicht, was die Fans des FC Schalke 04 jetzt machen. Wir sehen das Spielfeld. Vielleicht Taschentücher wedeln. Und nein, das wäre fast das 4:1 gewesen von Barrios. Ja, jetzt müsste der Schiri gleich abpfeifen. Ja, das tut er. Das Derby gewinnt der FC Schalke 04 mit 4:0. Wie das im Pokal aussieht, ist eine andere Frage. Ja, Papadopoulos, der hat richtig viel. Der hat enorm viel gewonnen. Wie ihr gerade gesehen habt. Er hat Deutschland sehr viel gewonnen. Ich weiß nicht weswegen, aber nun gut. Sonst doch, würde ich sagen, gute Partie geführt. Und wir haben ein bisschen Geld wieder, ein bisschen Money. Die anderen Begegnungen, genau. SC Freiburg gegen Bayer Leverkusen 3:1. Der FSV Mainz 05 gewinnt gegen Hannover 96 mit 2:1. Der VfL Wolfsburg verliert eindeutig gegen die Bayern mit 0:4. Der erste FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach trennt sich 2:0. Der erste FC Köln und Werder Bremen 0:0. FC Augsburg gegen den ersten FC Kaiserslautern 1:0. Der Hamburger SV verliert gegen Hertha BSC Berlin mit 0:1. Und Hoffenheim gewinnt gegen Stuttgart mit 3:0. Ich würde mal sagen, das Training ist abgeschlossen. Das ist schön. Das heißt, wir machen jetzt neues Training. Wir machen jetzt Tempo. Tempo. Wir gucken mal mit den vornigen Spielern, die da, die haben großes Tempo, aber Fuchs hat auch ein großes Tempo, aber trotzdem. Tempo erhöhen und schießen. Schießen ist immer sinnvoll. Schießen, Pucki. So. Dann würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Spiel wieder, nämlich gegen den FSV Mainz 05. Also bis dann und ciao.